Das Rennen geht weiter an einer Stelle, wo Krüger uns nicht erwarten wird. Dem Flughafen von Frankfurt. Quer durch die Abflughalle, den Hangar und über die Start- und Landebahnen. Achten Sie auf die Jumbojets. Ich bin gespannt, wer dort als erster die Schallmauer durchbrechen wird. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge das Let's Play Autobahnraser 3. Mit einem perfekt eingestellten Motor geht's noch schneller. Heute Richtung Flughafen. Für die Qualifikation in diesem Rennen müssen wir, also um uns für den nächsten Rennen zu qualifizieren, Platz 2 sein. Los! Na gut, dann wollen wir mal. Das Flughafenrennen kann beginnen. Mal schauen, wie wir hier abschließen werden. Oder, also, was unser Platz sein wird. Im besten Fall natürlich der zweite. Allerbesten der erste. Wir schauen mal. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, ganz entspannt. Wir nehmen die Lenkungsblockierung sehr gerne mit. Und versuchen erstmal unten entlang zu fahren, während alle versuchen nach oben zu rennen. Bisher sind wir mit weiterhin Platz 1. Bin begeistert, also bisher klappt es ganz gut. Ich meine, wir müssen uns ja sowieso bald mal dran gewöhnen, Platz 1 vorne zu sein, weil die nächsten Rennen erfordern es, Platz 1 zu sein. Um überhaupt weiterzukommen. So, schön hier am Flughafen entlang. Ganz entspannt. Ja, ein paar Autos ran. Ich will erstmal bloß hier an dem Flugzeug vorbei. Noch nicht direkt rein. Alles vermeiden, was uns zusätzliches Tempo nehmen würde. Weil hier kannst du ja wirklich glücklich sein, wenn du schnell unterwegs bist. So, starten wir mit dem Flugzeug gemeinsam durch. Beziehungsweise ist das Flugzeug schneller. Also ich muss sagen, das war doch schon mal eine gelungene erste Runde. Starten wir gleich in die zweite. Weiterhin auf Platz 1. Ich bin begeistert. Wenn wir das jetzt so halten, dann wäre das eine richtig, richtig gute Sache. So, hier entlang. Schön vorbeischleichen. Lenkungsblockierung wieder mitnehmen. Und dann geht es wieder direkt. Ja, wir gehen wieder unten durch den Hangar. Ich meine, so schnell sind wir ja eigentlich gar nicht, ne? Aber spricht ja für uns, ne? Wenn das weiterhin so gut läuft. Ja, schön hier entlang. Schön hier durch. Von niemanden stören lassen. Ja, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Da hat sich jemand aufs Dach gelegt. Ich glaube, der macht heute nichts mehr. Den haben wir sogar schon überrundet. Naja. Surferboy hat hier mal keine Lust, nachdem er die vorige Runde erfolgreich gegen uns gewonnen hat. So, jetzt wieder schön hier entlang, schön entspannt. Keine Unfälle bauen und ich werde auch nicht in den LKW reinfahren, sondern dran vorbei. Damit wir den Sieg holen. Weil hinten ist ja dann gleich die Zielgeraden. Schön Gas geben. Na, das läuft doch wunderbar hier. Weiter in Platz 1. Nur noch durchs Ziel. Sehr gut. Besser kann es nicht laufen, wirklich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auf den Nummer 1. So muss das. Gutes Rennen. Sie haben die anderen alt aussehen lassen. Weiter so. Sehr gut. Und wir haben uns selbstverständlich
überqualifiziert für die nächste Etappe. Ich muss mich nochmals persönlich bei Ihnen melden. Denn Krüger ist gefährlicher, als ich dachte. Er ist irgendwie dahinter gekommen, wo wir uns befinden. Deshalb müssen wir Krüger so schnell wie möglich entkommen. Seine Straßensperren können sich jeden Moment schließen und dann sind sie verloren. Darum werden wir uns definitiv kümmern. In dieser Etappe ist es geht wieder zur Winterlandschaft nach Berlin. Diesmal werde ich, denke ich mal, nicht wirklich irgendwas verbessern. Also nicht wirklich was ganz Dringendes. Naja, brauchen wir jetzt nicht so wirklich bei Krüger. Krüger geht eigentlich. Solange wir die Checkpoints gut erreichen, klappt das eigentlich meistens. Los! Na dann wollen wir mal. Hier spricht Krüger, es gibt keinen Ausweg mehr. Gib auf! Wieder durch die schöne, schöne Winterlandschaft hier in Berlin. Ja, es ist so herrlich. Warum? Ach so, hier gab es einen Unfall. Ich hatte mich schon gewundert, warum eigentlich die Feuerwehr hier die Straßen absperrt, wenn nur der Winterdienst unterwegs ist. Aber nein, da gab es einen Unfall. So, wir versuchen jetzt erstmal wieder einiges an Geld einzusammeln. Brauchen wir ja im Endeffekt wieder vor allem für die nächsten Runden. Da brauchen wir wirklich alles, was wir an Geld so kriegen können. Drüben die Seite werden wir dann nachher nochmal mit abfahren. In der zweiten Runde. Bisher geben wir uns mit dem zufrieden, was wir hier so kriegen. So. Schön die Straßensperre umfahren. Ja, Krüger wieder am Start. Und der lässt nicht locker. Diesmal lässt er wirklich nicht locker. Beim anderen Mal war es schon ein bisschen mager, was er so an Einsatz gezeigt hat. Da war er wahrscheinlich nicht so motiviert an dem Tag. Aber nicht so wild. Wir sind ja nicht nachtragend. So. 20 Sekunden unverwundet. Unverwundbar. Schön an der Siegessäule entlang. Wir fahren mal ringsherum. Vielleicht verfolgen sie uns da nicht. Ja, das war halt jetzt nicht geplant, gegen das Schneeschiebefahrzeug zu fahren. So, da ist er wieder. Halten Sie die Augen auf. Es sind Straßensperren. So, wir fahren mal. Naja. Lassen die Polizisten durch die Straßensperre düsen. Wir holen uns das nächste Geld, dachte ich. Ah ja, trotzdem geklappt, trotz dass wir nicht in der Luft waren. Sehr gut. Schön Blitzer-Bonnie abholen. Und hier haben wir noch ein bisschen was an Geld. Alles, was wir mitnehmen können, das nehmen wir mit. Sehr gut. Läuft ja richtig gut hier. Ah, die erste Runde haben wir immer noch nicht abgeschlossen. Ne? Also noch ist weder was gewonnen noch was verloren. So. Jetzt durch den Checkpoint. Aber immer noch nicht am Ziel. Trotzdem sieht unser Auto ja schon mal ganz, ganz okay aus. Ne? Also wenig bis gar kein Schaden jetzt gerade. Auch wenn die Polizei alles daran gibt, zu verhindern, dass ich möglichst keine Einnahmen aus diesem Rennen mache. So. Bisher alles ganz, ganz friedlich. So, jetzt müssten wir doch langsam, aber sicher es gleich geschafft haben.
die Runde hier durchzustehen. Hoffentlich mit allem, was wir so an Geld finden konnten. Der Rest, den wir jetzt nicht gefunden haben, den versuchen wir bei der nächsten Runde hier mitzutreffen. Schön an den Autos vorbeischlängeln. So, bisher geht es eigentlich mit dem Geld, ne? 5200 Euro haben wir erstmal bisher einsammeln können. Nur mal schauen, was wir noch so bekommen können. Was noch so versteckt ist. So. Blitzerfoto. Ah, da vorne ist es Zielgeraden. Da haben wir dann zum ersten Mal die erste Runde durch. So gut wie. Hier ist es. Und können jetzt erfolgreich Runde 2 antreten. Mit vollem Elan. Ich hoffe, Krüger hat noch so viel Geduld. Aber sowas wie da drüben werde ich jetzt erstmal nicht einsammeln. Ich werde so gucken, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe, was wir jetzt bei der nächsten Runde hier quasi mitholen können. Aber ansonsten werde ich nichts machen, was mich hier irgendwie in Krügers Arme treiben könnte. Das ist mir sowieso schon hinterher, ne? Dann müssen wir es ja nicht noch herausfordern. Ah, Mist, ich hab's vergessen. Ich wollte eigentlich noch da drüben hin. Egal. Wir müssen hier bloß flüchten. Naja, hier haben wir sogar noch ein bisschen was. Krüger fährt erstmal vor. Macht das schon mal ganz, ganz richtig. Hier wäre jetzt nochmal die Gelegenheit, nochmal ein bisschen das einzusammeln, was wir drüben vergessen haben. So. Da begrüßt uns Krüger wieder. Fliegt hier wieder durch die Lüfte und haut uns doch glatt das Rücklicht raus. Schau in den Rückspiegel. Siehst du mich? Ja, definitiv. Unsere Bremslichter siehst du nicht mehr. Hat er weggehauen. Ach Mensch, direkt über seine Tür oder so gefallen. Jetzt ist es nicht mehr weit. So, schön hier dran vorbei. Läuft das schon mal ganz gut. Wenn die Polizei nicht immer so gemein wäre. So, jetzt aber. Ach, komm schon. Jetzt haut uns doch glatt hier den Ton weg. Bei so viel Polizeipräsenz. Ey, die geben aber auch nicht locker, ne? Die geben nicht locker, egal was du machst. Ja, da jetzt schon gute Verstärkung, ja. Sag mal, haben wir da hinten einen Koffer drin oder was? Das sieht gerade so ein bisschen danach aus. Krüger begrüßt uns wieder. Ne, also mehr als genug Verstärkung hat Krüger. Leg dich mit mir an, bitte. So, erstmal Wagen reparieren, das wäre jetzt wichtig. Wenn wir hier nicht festhängen würden. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber wir brauchen diese Reparatur. Die muss man jetzt einfach mitnehmen. Und schon geht's weiter. So, jetzt haben wir erstmal wieder einen kurzen Moment für uns. Bevor wieder die ganze Polizei hier ist. Inklusive Krüger, selbstverständlich. So, hier haben wir schon mal die 1000 Euro schon mit abgestaubt. War ja quasi schon eine Einladung, ne? Wie es so davor hing. So.
Wollen wir auf Fußweg gehen? Ja, ne? Gib Gas, es wird dir nichts nützen. Ja, wir sind doch schon so gut wie am Ziel. Geht weiter über den Marktplatz. So. Schön hier wieder entlang. Es ist so schön, endlich frei zu sein. Da hast du die Polizei. So. Eigentlich von der Strecke her dasselbe. Bloß, dass Krüger jetzt wieder weniger einschreitet, ne? Ich habe gerade schon mal festgestellt. Ich sehe gleich bestimmt gleich die Zielgeraden. Da ist er. Hier nochmal schnell alles an Geld einsammeln, was wir so kriegen können. Gut. Dann holen wir uns jetzt den Sieg. Sehr gut. Sieht nicht gut aus. Wir haben es hier mit echten Profis zu tun. Ich werde Verstärkung anfordern. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, euer Paddy und ciao.